Jetzt Bauer Call. Ihr glaubt es nicht. Hallo Freunde, ich hab schon gedacht, ich schaff das nicht. Ich komme direkt aus Berlin. Ich weiß gar nicht, das muss ich euch noch erzählen. Ich kenne ja den Joachim Gauck hier, unseren Bundespriester. Den kenne ich ja noch von den Zeiten aus Rostock. Da habe ich ihm früher immer noch zu Ostzeiten so das Brennholz besorgt für das Pfarrhaus. Naja, ihr wisst schon. Und den habe ich jetzt in Berlin besucht, weil der mich eingeladen hat. Junge, macht der da soziale Projekte? Ein soziales Projekt nach dem anderen. Da hat er mich jetzt eingeladen. Da war so ein schönes Diner, hat er gesagt. Also Abendessen mit Leuten aus dem betreuten Wohnen. Da war eine alte Dame dabei. Super, nett, total nett. Anfassen durfte die keine, aber die hat schon vollen Spleen gehabt. Die hat die ganze Zeit gedacht, sie wäre die Queen von England. Die hatte auch so eine Krone auf, aus dem Kick, wisst ihr, mit lauter so einem kleinen Diamanten dran. Herrlich. Und das Schöne ist, der Hans-Joachim, also der Gaukler, der hat den Spaß von vorn bis hinten mitgemacht. Ne? Und, aber man hat gemerkt, dass sie nicht die Queen ist, weil er hat ihr nämlich ein Bild gezeigt, verstehst du, wo jetzt der Vater von der Queen drauf ist. Und dann hat er zu ihr gesagt, erkennst du deinen Vater? Und da hat sie gesagt, nee. Und da habe ich gemerkt, das stimmt. Das ist gar nicht die Queen. Und das Pferd auf dem Bild, was er ihr auch noch geschenkt hat, das war blau. Da hat sie sich drüber aufgeregt. Ich meine, das ist doch Kunst. Aber wenn sich da einer mit 90 drüber aufregt, da ist das auch völlig in Ordnung. Du und die anderen, die da rumgerannt sind in Frack und Bilderbuch, die hatten auch schon die Demenz voll gehabt. Ich bin froh, dass ich wieder hier auf dem Dorf bin. Hau rein und pisch nicht in. Es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Tschüss. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.